Die perfekte Rede, so überzeugen Sie jedes Publikum. Ein Buch mit einem nicht gerade dezenten Titel, geschrieben von Hans-Uwe Köhler. Ja, ich weiß, das Buch Lebensmittelchemie sollte eigentlich die nächste Rezension sein, aber das Buch hat knapp 700 Seiten voller purer Chemie. Das kann ich nicht am Stück lesen, aber die Rezension, die wird kommen. Aber ich will die Bücher, die ich wirklich, also meine Rezensionen, das sind Bücher, die ich wirklich noch komplett lesen möchte und auch wirklich komplett rezensieren, weil die eben in einer Kaufentscheidung münden, die Menschen Geld kostet. Und da möchte ich wirklich eine gewisse Verantwortung und habe an mich da auch einen gewissen Anspruch, um wirklich ehrliches und authentisches Feedback zu hinterlassen. Das Buch kommt. Also, die perfekte Rede vom Gabal Verlag. Das Buch kann bequem in 2 bis 3 Stunden durchgelesen werden. Das habe ich auch getan. Das Buch hat ungefähr 200 Seiten und ist klar und verständlich formuliert. Ich selber möchte mich ja auch immer weiterentwickeln, was meine Reden angeht und entsprechend auch mein Interesse an dem Buch. Ich habe eine gewisse Absicht mit meinem Kanal, mit meinem Online-Auftritt. Ich möchte die Welt besser machen. Und was diese Absicht angeht, was diese Absicht inkludiert, ist, dass ich die Menschen bewusster mache, dass sie erkennen, dass sie selber davon profitieren, wenn die Welt besser wird. Und deswegen war dieses Buch sehr, sehr interessant. Das Buch sieht seine Zielgruppe ganz klar, das muss man dazu sagen, eher in den Offline-Reden. Ich nenne das einfach mal so. Viele der Hinweise zur Bühne, Mikrofon oder der Arbeit mit dem Publikum, die sind einfach nutzlos für Online-Reden und auch für Online-Kongresse. Aber der ganze Rest des Buches ist problemlos auch auf YouTube und alle anderen möglichen Online-Sachen anwendbar. Die Gestaltung des Buches ist visuell durchaus ansprechend, da sie viel mit Wortbildern und markanten Kunstbegriffen agiert. Dadurch steigert sich automatisch auch die Nachhaltigkeit, wie diese Informationen im Gedächtnis von mir geblieben sind. Man merkt hier schon beim Lesen, dass der Autor, also Herr Köhler, wirklich viel Erfahrung hat und genau wie seine Reden ist auch das Buch selber sauber durchstrukturiert und wie schon erwähnt lässt es sich und man möchte das auch in einem Rutsch durchlesen. Etwas unangenehm ist mir aufgefallen, dass Herr Köhler von sich persönlich oft in der dritten Person spricht, also Phrasen wie Herr Köhler meint oder Herr Köhler sieht das so, was mir als Leser was total arrogant rüberkommt. Wie ein sich erheben und sich künstlich auf ein Podest stellen. Der Herr Köhler meint, obwohl er gerade das im Buch als einen der größten Fehler darstellt, die man in einer Rede oder in einem Buch entsprechend machen kann. Arroganz, Überheblichkeit. Keine Ahnung, ob das irgendwie so ein stilistisches Mittel sein soll. Aber bei mir ist es auf jeden Fall nicht gut angekommen und da schimmert so ein ganz, ganz starkes Ego durch. Was unglaublich positiv ist und sich erfreulich von den anderen Büchern zum Thema Rhetorik abgrenzt, ist, Herr Köhler verurteilt die bewusste Manipulation, um zum Beispiel Produkte zu verkaufen. Und er stellt klar, dass Ehrlichkeit vollkommen ausreichend und auf lange Sicht sowieso die beste, weil seriöseste Arbeitsweise ist. Und das trotz dessen, dass das Hauptklientel der Käufer des Buches mit Sicherheit dem Verkauf zugeneigt ist. Dafür ein extrem großes Kompliment und auch nur mit dieser Aussage hat das Buch eine Relevanz für meine Auftritte. Na, sonst könnte ich das gar nicht annehmen. Ehrlichkeit als obersten Punkt. Super. Chapeau, Herr Köhler, finde ich richtig, richtig geil. In dem Buch an sich ist ein angenehmer Mix aus Theorie und Praxis zu finden. Das Buch ist mit Anekdoten und abgedruckten Reden als Beispiel für gute, aber auch für schlechte Reden gespickt. Und das entspricht quasi auch dem, was ich so ein bisschen von dem Buch so erwartet habe, sage ich mal. Und im Endeffekt kann das Buch, wie es geschrieben ist, auch selber als Rede auch interpretiert werden und aus diesen Gesichtspunkten quasi auch so wie so ein großes Beispiel herhalten, also so ein großes praktisches Beispiel quasi. Im Gegensatz zu vielen anderen Büchern dieser Kategorie hat man hier wirklich das Gefühl, dass immer wieder zitierte und einfach nur kopierte Tipps, die man in anderen Büchern immer wieder findet und die überhaupt nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen,
hier auch wirklich nicht genannt werden, konsequent gemieden werden. Zum Beispiel sich immer explizit beim Publikum bedanken. Herr Köhler bedient die Gründe, warum man sich bedanken soll, also die Anerkennung des Publikums, lieber etwas weniger aufdringlich und offensichtlich, und dass das Publikum, was oft unterschätzt wird, was natürlich dieses Stilmittel auch erkennt, immer ich danke, ne, und so weiter, dass man das als Stilmittel erkennt, er bedient das, er fühlt das auch, er findet das wichtig, dass man das Publikum anerkennt. So, und entsprechend wunderbar, auch top. Seine Tipps sind eben generell eher oft eher so als subtil einzuordnen, und entsprechend ist die Umsetzung der Anregungen sicherlich ganz so einfach wie in diversen anderen Büchern, wo ganz konkret steht, nimm die und die Einleitung und den Abspann. Es gibt zwar auch konkrete Statements, aber alles in allem hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Herr Köhler eher ein Grundkonzept vorstellt als einen konkreten Ablaufplan. Das Buch wirkt sehr sehr reif, das wirkt modern und nicht wirklich auf diesen schnellen Erfolg irgendwie ausgerichtet, sondern den Aufbau einer soliden Basis als Redner. Das ist auch meiner Meinung nach wirklich der Fokus des Buches. Hier geht es nicht um die Rede an sich, so, sondern durchaus so ein komplettes Mindset und auch alles, was so mit dem Beruf des Redners zu tun hat. Auch menschlich erscheint der Autor durchaus gereift und hat wirklich den Anspruch, echt und ehrlich den Menschen in seinem Herz zu berühren und ihn wirklich auch so zu leiten. Und ich hätte mir vielleicht an einer oder anderen Stelle noch einen etwas konkreteren Tipp gewünscht. Das stimmt so, das muss man einfach so sagen. So ist es zwar eine wirklich extrem solide Basis, man kann durchaus auch schon ein paar Reden anhand des Buches konzipieren, ne? Aber die konkrete Informationen oder die konkreten Informationen, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe, also nicht so das Grundsätzliche, sondern wirklich die ganz ganz konkreten Situationen, die passen auf eine halbe A4 Seite. Als grundsätzliche Basis und als Einstieg in die Kunst des Redens und der Vorträge gebe es für mir volle 5 Sterne. Als Praxisbuch für ganz konkrete Reden sind es dann eher so, ja, 4. Der Preis erscheint mir mit 25€, auch trotz Hardcover 5€ zu teuer. Und so bleibe ich summa summarum bei 4 Sternen. Für angehende Redner und Neulinge auf dem Segment ist das ein absoluter Pflichtkauf. Für schon erfahrene Redner, die ganz konkret und spezifisch an ihrem Vokabular und Ausdrücken arbeiten wollen und vielleicht auch so ein bisschen Sprachschulung gerne hätten. Es ist im Ansatz auch was enthalten, ne? Großes Gedicht, was man immer wieder aufsagen kann, in Ansätzen, aber für diese Menschen ist es durchaus auch eine Kaufempfehlung, aber eher so eine moderate Kaufempfehlung. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Wir sehen uns zur nächsten Rezension, was wahrscheinlich dann der Lebensmittelchemie-Welt sein wird, und ich wünsche Euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.